Ich war mal wieder bei IKEA shoppen, beziehungsweise ich habe mal wieder ein paar Sachen ausgedruckt, die ich mit meinen bereits vorhandenen IKEA-Möbeln nutzen kann. Und wenn du wissen willst, welche das sind, dann bleib dran. Gut und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal ein paar 3D-druckbare Hacks für IKEA-Möbel an. Angefangen mit diesem wunderschönen blauen Lampenschirm, wie ich finde. Die Lampe heißt Lampan, kriegt ihr für unter 10 Euro bei IKEA. Und meine bessere Hälfte hat gesagt, okay, die Nachtlichtlampe, die wir momentan haben, gefällt ihr nicht so richtig. Und ich habe ihr das hier einfach mal mitgebracht und ihr diesen Lampenschirm gedruckt. Nicht, dass ihr jetzt unbedingt die Farbe Blau mag, aber die Farbe Blau ist, glaube ich, beim Einschlafen oder im Schlafzimmer, glaube ich, ziemlich okay, habe ich gelesen. Jedenfalls auf der Mini-Maker-Konferenz in Eindhoven hat man dann die Besucher verschiedene Lampenschirme gestalten lassen und sowas hier ist bei rausgekommen. Ich fand den noch recht schön. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Lässt sich in sage und schreibe im Waze-Mode 3 bis 4 Stunden drucken, ist also nicht allzu lange, kostet nicht so viel Material, dauert nur ein bisschen und es lässt sich leider nicht auf dem Prusa Mini drucken. Das ist ziemlich schade. Das hätte ich gerne gesehen, dass man es da drauf drucken kann, aber ja. Insgesamt finde ich die Lampe ganz okay, da kommt eine E14 Birne, glaube ich, rein, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich muss sagen, sieht soweit schon ganz cool aus und der Originalschirm gefällt mir eigentlich gar nicht. Deswegen ist das auf jeden Fall für jeden, der die Lampe hat, denke ich mal, ein Muss, was man auf jeden Fall drucken muss. Bevor wir jetzt aber weitermachen, gibt es noch mal ein wenig schamlose Eigenwerbung. 24% meiner Zuschauer haben den Kanal abonniert. Das heißt also, der Rest hat es logischerweise nicht abonniert. Und wenn du dazu gehörst, würde ich dich doch einfach bitten, mal kurz innezuhalten und unten den Abonnieren-Button zu drücken. Das ist für dich vollkommen kostenlos, es entstehen also keine Kosten, hilft mir aber ungemein weiter. Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Geld genug, ich würde die Maggie gerne unterstützen mit Makorama, ich finde den Content cool, dann schau doch mal in die Videobeschreibung, dort gibt es einen Link zu Patreon, dort gibt es coole Perks, wie zum Beispiel mal Sticker, Bonus-Content oder Downloads. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung, dort kannst du den Kanal auch finanziell unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank dafür schon mal im Voraus und weiter geht's im Text. Bei dem nächsten Modell, bei dem nächsten Thing, was wir uns anschauen, werfen wir mal einen Blick auf die rechte Seite. Da steht nämlich auch was in Blau und ihr seht schon, ich habe es vergackt. Ja, also ich habe es nicht richtig gemacht. Nicht, dass ich die Größe nicht richtig gedruckt hätte, nein, um Gottes Willen. Ich habe einfach, als ich in IKEA gegangen bin, gedacht, ja, okay, komm, die Größe wird wohl überall gleich sein. Und ich habe natürlich das Falsche erwischt. Deswegen, die Platte passt nicht rein. Es gibt, glaube ich, mittlerweile einen Adapter für die Platte, dass die dann entsprechend so ein bisschen oben drauf hängt. Ist aber kein Beinbruch. Wenn ihr das ausdruckt, dann könnt ihr später euer Handy genau so hier reinstellen. Ist wunderbar zu drucken, ist einfach zu drucken. Dauert ungefähr 3 bis 4 Stunden, je nachdem, wie ihr die Infill-Settings gemacht habt. Ist ein ganz einfaches Objekt, ihr könnt hinten das Kabel langführen. Ist also wirklich was für jedermann, kann ich nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und es schaut auch noch gut aus. Für das nächste Druckobjekt, beziehungsweise für die nächsten Druckobjekte, habe ich was aus dem IKEA mitgebracht, was ich schon längere Zeit im Auge hatte, weil ich dachte, okay, das wäre ganz cool, das hier im Büro rechts und links neben dem Schreibtisch zu haben. Ich habe nur bisher, war ich zu faul, einfach danach zu suchen, weil ich es nicht dort gefunden habe, wo ich es eigentlich vermutet habe. Und die Rede ist von Skadis oder Skadis oder wie es auch ausgesprochen wird. Das sind einfach diese Lochblech-Platten, die ihr an die Wand hängen könnt. Ich finde die ganz schick von IKEA, die gibt es in verschiedenen Farben. Die gibt es sogar für Gamer mit einem coolen Aufdruck und hast du nicht gesehen. Aber das Coole ist natürlich, was man damit überhaupt machen kann. Ich habe mir jetzt hier welche in Schwarz besorgt und mir dann gleich entsprechend diese Teile hier ausgedruckt. Ich weiß nicht, ob das so jetzt richtig rum ist. Ich muss mal gucken, bevor ich es kaputt mache. Ich glaube, so rum ist das richtig. Ihr seht, ich muss die noch mal ein bisschen von Stringing befreien. Ich habe da jetzt echt nicht auf Stringing geachtet beim Drucken. Aber das ist natürlich dafür da, dass ich dort meine Airbrush-Buttons, meine Farben entsprechend reinhängen kann. Das ist natürlich cool, weil ich dann endlich einen ordentlichen Platz dafür habe und die nicht irgendwo hier in der Kiste rumfliegen, sondern ich habe die da dann immer griffbereit und kann sie dann auch direkt einsehen, was für eine Farbe ich brauche und muss nicht in der Kiste rumwühlen. Das hängt also alles schön ordentlich. Was man auch noch dranhängen kann, was ich mir auch gedruckt habe, ist dieses Teil hier für meinen Kopfhörer. Ich habe hier hinten schon den habt ihr ja in dem einen Video vorletzte Woche gesehen. Wenn nicht, den Link blende ich euch hier oben in der Ecke ein. Den habe ich mir jetzt ausgedruckt, den gibt es in verschiedenen Längen für verschiedene große Kopfhörer.
Bänder entsprechend, wo ihr unten nochmal das Kabel einhängen könnt, finde ich sehr praktisch. Das Ganze könnt ihr, glaube ich, auch mit diesen Universal Hooks hier einhaken und dann das Ganze einfach, das passt farblich jetzt nicht. Okay, ja, ich weiß, ich höre auf. Ihr habt es aber verstanden. Ihr könnt das Ganze dann einfach in die Packwall einfach einhängen, ins Packboard einfach einhängen und könnt dann euren Kopfhörer daran hängen. Finde ich super genial. Druckzeit irgendwas um 2 Stunden. Ist also nicht die Welt. Die Flaschenhalter hier für die Airbrush Bottles waren jetzt auch irgendwas um die 1,5 Stunden. Ist also auch nicht die Welt. Also mit Haken und nochmal eins, was man hier oben draufsetzen kann. Also die hängen jetzt nicht einfach so stumpf da rum, sondern da kommt nochmal eins hier so oben drauf. Ja, damit die ordentlich stehen und ordentlich halten. Insgesamt, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden, wo die drucken. Die sind einfach zu drucken, sehen gut aus, sind schnell gedruckt und von daher auf jeden Fall ein Druck wert. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wer mein letztes Video aufmerksam geguckt hat, ich blende es euch einfach nochmal hier oben ein, der wird was Neues im Hintergrund bemerkt haben, nämlich dieses Teil hier unten. Und das ist nicht nur einfach irgendetwas, sondern das ist ein ganz normaler Bilderrahmen aus dem IKEA. Und ihr seht, ich habe dort was eingeklebt. Und das, was ich dort eingeklebt habe, ist nicht nur irgendwas, sondern ein 3D gedrucktes Motiv, genauer gesagt ein Origami Motiv. Ich habe jetzt hier den Fox, ich habe erst gedacht, es wäre ein Hund. Ja? Ich habe jetzt hier den Fox ausgedruckt, ganz einfach, weil der mir ganz gut gefallen hat und der so ein bisschen aussieht wie mein Hund. Und ich habe den jetzt hier ausgedruckt. Da werden wir nachher nochmal entsprechend einen weiteren Rahmen bauen. Da blende ich euch gleich ein bisschen B-Roll ein. Ich finde die einfach schön, die Motive. Ich bin gespannt, was meine bessere Hälfte dazu sagt, aber ich glaube, ihr wird es gefallen. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich packe euch die Links zu den einzelnen Motiven bzw. zu dem Creator unten in die Videobeschreibung. Der hat zig von den Dingern erstellt. Drucken tun die Dinger zwischen 1/2 Stunde und 1 Stunde. Ist also echt nicht die Welt. Ist ruckzuck gedruckt, könnt ihr auf jedem Drucker, auch auf dem Mini, auf dem Voron Zero und was weiß ich drucken. Die brauchen wirklich nur so groß sein. Und ihr könnt natürlich auch alles andere, was ihr mögt, entsprechend drucken, was nicht dicker als so ist. Ja, also so 5 mm könnt ihr natürlich auch drucken und könnt es auch dort reinpacken. Alles, was dicker wird, könnte ein bisschen problematisch werden, weil da ist eine Plexiglasscheibe drin oder so eine Kunststoffscheibe drin. Das könnte natürlich ein bisschen mit Platzproblemen einhergehen, aber sieht einfach cool aus. Last but not least habe ich mir noch selbst was geschnitzt. Wie soll es auch anders sein? Ich habe mir dieses schöne Viereck hier gedruckt. Yay, ich bin genial. Ich kann mir in Fusion 360 ein Viereck drucken. Nein, ihr seht schon hier oben im oberen Muster, dass das nicht einfach nur ein Viereck ist, sondern dass das was anderes ist, sondern es hat einen bestimmten Zweck und dafür nehme ich jetzt einfach mal hier die Filamentrolle und stelle die drauf. Das ist nämlich ein Filamentrollenhalter sozusagen. Den habe ich mir quasi erstellt, um hier diese IKEA Kallax Regale voll zu pumpen mit den Filamenten. Mich nervt es nämlich, dass die Schubladen voll sind mit Filament und ich jedes Mal von Schublade zu Schublade renne und so, wo ist die Farbe, wo habe ich die versteckt und nicht den richtigen Farbton finde. Deswegen möchte ich jetzt diese Dinger drucken, habe ich mir das Teil erstellt. Man kann das Ding sogar, wenn man möchte, wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt zu wackelig, dass es hin und her rutscht, kann man das Ganze sogar mit einer 2,5 x 6 mm bis 12 mm kann man bohren, kann man das Ding in den Boden von einem Kallax-Regal packen und kann dann seine Filamentrollen dort draufstellen und hat sogar hinten dran noch mal ein bisschen Platz, um noch mal eine Rolle vielleicht extra dran zu hängen oder so in Richtung, wenn man von einer Rolle, von einer Farbe vielleicht mehrere hat, dass man hinten dran noch mal was aufhängt, dann überlege ich mir auch noch mal vielleicht was. Und so hat man direkt seine ganzen Farben im Überblick und kann sie auch schön ordnen und es ist ordentlich und es ist sauber und man kann den Kram, der momentan wahllos irgendwo in den Kallax-Regalen rumliegt, kann ich dann endlich in die Schubladen packen und da werde ich mir auch noch was überlegen, wie ich das Ganze organisiere. Da gibt es nämlich auch noch jede Menge Things auf Thingiverse und was haltet ihr davon? Einfach, aber genial oder naja, brauche ich nicht. Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich tierisch interessieren. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte ein Like da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, drückt mal bitte unten den Abo-Button. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Farbe der hat, wenn ihr den draufklickt.
Und in diesem Sinne, hot in the line, happy printing. Ciao. Kenny, der schaut ja aus wie du.